in seiner Damenbekleidung. Erdgeschoss, 10.44 Uhr. Hinter uns ist die Kasse. Gut, gut, gut. Davor hängen die Hosen seitlich, davon sind die runtergesetzten Blusen auf den Stapeln, wenn wir an die Stapel rankommen. Wir können uns dahinter docken, ja? Und von da sind es nur 3 oder 4 Meter bis zum Ausgang. Dann kommen wir hier raus. Das ist Idiot. Vielleicht sind schon alle anderen auch raus. Wegen dir gehen wir beide drauf. Er schießt dich weg, ich sag's dir. Er schießt dich weg mit einem Schuss, so wie bei Dagmar. Ich? Ich bin eine Kunde. Du dämliches Miststück. Wenn er dich sieht, dann sieht er mich auch. Ich weiß, wie eine Granate aussieht, ja? Ich kenne diese Dinger von der Bundeswehr. Ich weiß es einfach. Glauben Sie mir. Aber der steht doch nur da und zielt auf uns. Er kann lange zielen. Aber die Granate. Das macht es sich ja nicht so ins Hemd. Wenn's kracht, schmeiße ich mich einfach hinter sie. Bitte? Da! Oh, Scheiße. Scheiße, das ist Blut. Da steht Blut dran. Großer Gott, überall Blut. Oh, mein Gott. Kommen Sie vom Fenster weg. Sind Sie denn verrückt geworden? Kommen Sie im Himmelswetter weg. Wer ist das da? Wer? Ja. Der da. Der hat die Waffe, der. Kommen Sie, kommen Sie. Ja, hier, du Arsch. Probier's doch. Na los, du feige Sau. Der schießt wirklich. Mann, Mann, Mann. Das Fenster. Das Panzerglas. Hm? Panzerglas ist das. Ich werde nicht sterben. Nicht hier, nicht jetzt, nicht heute. Alter, was machst du? Scheiß auf die Blusen und die Sonderangebote. Bleibst du voll hier? Willst du uns beide umbringen? Verdammt, hat er die umgepustet. Bei dem Knall, ja? Da war die auf einmal weg. Ich habe Tote. Scheiße, ich habe Tote, noch mehr Tote. Ich brauche Rückmeldung. Zack, zack. Einer, was ist? Er ist nach oben. Wir haben es nicht verhindern können. Aus Nordwesten kam plötzlich ein Zivi ins Schussfeld gerannt. Zwei sagt, es wäre eine Geisel gewesen, die durchgedreht ist. Zieh es nach oben über die Rolltreppe. Wir sichern die Treppe.